Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir gegen Pronyma gekämpft und Mythos ist durchgedreht, hat seine Schwester verloren, die ihn wiederbelebt hat und dann wieder verloren hat. Und ja, jetzt will er uns alle töten und ja, typische Sachen halt. So, ich bin noch hier mal in den Erfahrungsdingern reingegangen, weil ich noch ein paar Sachen ändern wollte vielleicht. Und zwar hier. Ich will doch mal lieber Tempo drin haben, weil Tempo klingt irgendwie logischer. Ich weiß nicht, ob das stackt mit der Ausrüstung, die jetzt Genis noch hat, oder dadurch jetzt noch schneller zaubern kann, aber warum nicht? So, dann tue ich bei Rain vielleicht noch Tempo rein. Dann bekommt sie zwar keinen Geist Plus mehr, aber das ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal gerade. Weil, ja, Tempo ist für mich irgendwie sehr viel nützlicher bei Magier. So, haben wir das erledigt. Und ich habe Zellos noch eine blaue Sephira gegeben an zu den wahrscheinlich ungünstigsten Moment überhaupt, aber ich will Geld haben, also machen wir das jetzt. So, und jetzt hoffen wir wirklich, dass ich nicht verrecke, weil das wäre jetzt echt doof. Mythos. Ja. Du bist noch nicht am Zaubern, Genis, okay. Verdammt, so schnell wie er zaubert. So, ah. Ja, gut. Halt, muss mal kurz was gucken. Und zwar. Obwohl, er hat gar keine. Na, egal. Indignation. Sehr gut. Wir haben hier Dings einsetzen sollen. Oh, Prism Star. Boah, was? Ich will nicht auf den Schaden gucken. Ich glaube, der Tempo bringt es auf jeden Fall. Was? Nein. Okay, solange ich TP habe, kann ich ihn eigentlich aufhalten und zaubern. Oh Gott. Aha. Okay. Nur zur Erinnerung, wenn ich hier verrecke, dann komme ich wieder vom Speicherpunkt raus, der direkt vor diesem Raum hier war, und das fand ich voll blöd. Aber wir können gar nicht mehr irgendwie trainieren. Verdammt. Habe ich noch den Grave gerettet? Aua, was zum Teufel? Den Angriff kenne ich. Mann! Aua. Gegner sind aber auch knüppelhart hier, hallo? Oh, fuck. Ich glaube, das wäre nicht so gut, der Angriff. Oh, sehr gut. War ja doch. Was zum... Ich habe doch angegriffen, hallo? Revitalisierung, jawohl. Oh, sehr gut. Wenn er einmal am Boden ist, ist gut. Okay, die Hälfte haben wir. Halt. Na, kommt er langsam runtergeflogen. Als ob er so weiß, ja, ich mach dich fertig. Ich so, ja. Jawohl, Indication. Wehtun, Mythos. Außer ich hau dich hier aus dem Bereich raus, aber. Bah. Vielleicht doch ein paar mehr physische Angreifer einsetzen sollen. Da gut. Na? Bah. Tu doch gefälligst mal so, als würde ich dich angreifen. Alter, der kann auf Kommando hier so einen Angriff machen. Das ist aber im Kraftschub. Super. Also hier ist echt irgendwie Überleben in dem Spiel. Und wenn ich... Dann bin tot. Au. Mein Gott, da war ein Schlag und ich war tot.
Er hat ein Item eingesetzt direkt danach den Zauber, wie geil. Zippt. Das war nicht so. Auch wenn das nicht mehr nötig ist wahrscheinlich. Wie Time Stop. Was? Nein! Sehr schön. Wie Time Stop. Uniso. Prism Stars. Was mache ich denn damit fertig? Ich sehe gar nicht den. Der zieht denn gar nichts ab. Kann das sein? Aua. Aua, hey, au. Den habe ich kaum gesehen, den Angriff. Ist gut, bitte nicht so viel wehtun, danke. Oh Gott, stand da gerade Yggdrasil Laser? Kann ich auf den Arm nehmen? Oma Jinken. Großer Schinken, na? Was mit mir? Steht echt die krassige Laser, aber ein beschissener Name, sagt er für einen Angriff. Ach schon, ach schon. Jawohl, ich war noch am Leben, sehr gut. So, sehr gut. Hallo, maximal TP und nochmal TP. Den Titel Begriffsstutzig halten, sehr schön.終わった。それはどうかな。ああ、マン、カートス。待って。まだ世界は引き裂かれたまま。大樹も発芽していない。何が終わったのだ。ちょうどいい。あんたに聞きたかった。あんたはミトスの何に共感したんだ。どうしてオリジンの封印に協力したんだ。ミトスは私の剣の弟子であり、 私の掛けがえのない仲間だった。それで十分ではないか。仲間だったな。そいつのしていることがどんなひどいことでも許すっていうのか。これ以上話すことはない。オリジンの封印を解きたければ私を倒すがいい。クラトス、待て。 Ich will aber gerade nicht töten, der ist cool. Ja, ja. Weisere Worte wurden nie gesprochen, Khalid. Okay, jetzt kommen auf einmal keine. Ja, okay. Du hast so gelernt, wie man als Mensch das ewige Schwert führt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es nicht verrate. Kannst du dich deutlich ausdrücken? Ja, das ist eine seltsame Antwort. Geh nach Heimdall, dort werdet ihr alles verstehen. In Ordnung. So, ach, ich bin direkt hier vorne. Ja, das war mal ein Abenteuer drin. Eieiei. So, jetzt muss ich mal wieder produktiver denken. Das ist auch nicht Purify. Dafür muss ich bestimmt Purify einsetzen, aber dazu kommt sie ja nie. Wolverine. Griffelkick, der Nidra Kick mit Aufwärtskick zum Abschluss. Ja, dann mach mal hier und was habe ich auch noch? Hier. So. Martels Erinnerungen. Martel-san,te, sugoi hito datta nda. Dou shita no? Totozen.
私の中にあの人の意識が入ってきた時、あの人の心が私にも見えたんです。たくさんの人に傷つけられて、裏切られて、胸の中は悲しみでいっぱいだった。そう、マーテルもハーフエルフだったものね。それなのに、あの人がこの世界を愛していたことも痛いほど伝わってきました。ミトスのように世界を恨んでも仕方がないと思うのに。どこからそんな気持ちが生まれてくるのかしらね。はい、あの人なら世界を救うために自分の身を犠牲にするかもしれない。ミコの儀式はマーテルの器を探すための儀式でもあった。マーテルの生き方をなぞらえているのかもしれないわね。 OK、Ich würde da gerne jetzt nochmal da reingehen und alles nochmal gründlich erkunden. Vielleicht können wir jetzt auch. Gab ja so eine. Weiß nicht, so eine Passage, wo ich noch gar nicht war. Ich sehe gerade, ich brauche volle Heilung. Nurs. Nurs. Oder Revitalisierung, ich auch mal kann, egal. So, dann speichern wir erstmal hier, nachdem wir dieses Abenteuer geschafft haben. Ich habe jetzt natürlich wieder gar nicht geguckt, was ich so itemmäßig bekommen habe. Einfach peinlich halt andauernd. Wahrscheinlich, weil es hier so viele Charaktere gibt. Daran muss es liegen. Zilla tue ich auch nicht so darauf achten, auf Zilla, in Zilla 2. Hm. Was? Erhöht die Maximal-TB um 10%? Was? Das ist ja heftig. Da gucken wir mal, ob wir hier rein können. Ich möchte wenigstens nur diesen einen Ort, ja, ne, Gegenstand könnte ich vielleicht gebrauchen. Und ja, ja, davon brauche ich viele. So. Ich möchte dieses eine Gebiet neu erkunden. Ach, ich muss erst eine Schutzfassung oder so haben, ne? Oder was auch immer. Und wir können nicht da rein, ja, dann wahrscheinlich, wenn ich in diesen einen Turm gehe. Okay, dann gehen wir eben von da aus rein. Da kommen wir wahrscheinlich nur zum Siegel, oder? Was auch blöd wäre. Zum Teufel. Was? Gehen wir jetzt warten das? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich wieder hier. Ein Gebiet habe ich verpasst. Egal. Hier, bevor Riegel sich geopfert hat. Das eine Gebiet, ihr wisst, was ich meine, oder? Voller Dreck. Na gut, dann. Weiß ich nicht, will ich mit der Story schon weitermachen? Ich will mich auch auf ein paar optionale Sachen langsam mal konzentrieren. Aber jetzt heißt es ja erstmal nur nach Heimdall gehen, ne? Da wird ja wohl oft nicht zu viel passieren. Showdown, das klingt schon wieder sehr schlecht. Ja, gegen Kratos, ne? In dem müssen wir wahrscheinlich kämpfen als nächstes. Erscheint Kratos. Er wird sich bei Origin Ziel im Zentrum von Heimdall erwarten. Weiß ich nicht. Könnten wir jetzt meiden. Könnte es aber auch sein lassen. Ich würde mich erstmal irgendwo ausruhen. Nee, wieso gibt es ja nichts zum Ausruhen, ne? Oder? Wird da wohl irgendwo ein paar Nebenquests zu machen geben, ne? Komm schon, gib mir was zu tun. Oder? Dann nicht. Du. Oh! Ist die Maus des Oberhauptes? Sind seltsame Geräusche zu hören. Ich glaube, es ist die Stimme des Oberhauptes. Ist das Oberhaupt, das in Koma erwacht? Nein, davon weiß ich nichts. Großvater. Ich muss sicher gehen, okay. So, na? Ist alte Sack aufgewacht? Ein Gerücht. Es ist wahr, dass man die Stimme des Oberhaupts hin und wieder hört. Volt ist wo?
Großvater! 1, 2, 3. Was sagt er da? Ging, als ob er etwas sehen würde, aber es fehlen welche. Großvater, was fehlt denn? Das bringt nichts. Er hört immer an dieser Stelle auf. Vielleicht hat es etwas mit Wolf zu tun. Großvater, war mit mir im Tempel des Blitzes, als ich scheiterte, einen Pakt mit Wolf zu schließen. Seitdem liegt er im Koma. Ah. Warum gehen wir nicht nochmal zum Tempel des Blitzes? Stimmt, China, lass uns nachsehen. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise. Ja, das hoffe ich. Okay, perfekt. Ich war auf Nebenquest-Suche und ich habe welche gefunden. Sehr schön. Ja, aber worauf ich doch auf Suche bin, ist ein Dingens. Ein Gasthaus. Ich spreche jetzt einfach mit jeden einzelnen hier. Das Kolosseum, das müsste ja auch irgendwann mal geöffnet sein, oder? Da werden wir auch noch hoffentlich ein bisschen abholen. Also, weiß nicht, ich möchte nicht zu überpowered sein für den allerletzten Kampf, der immer näher rückt, höchstwahrscheinlich. Deswegen, ja, möchte ich nicht zu viel Nebenquests machen. So, hier gibt es anscheinend nichts storymäßig zu tun, wie ich gehört habe, aber da muss ich doch irgendwas zu tun geben. Warte mal, da gibt es ein Gasthaus bestimmt, ne? Gehen wir noch mal dahin. Mein Gott, wie unsere Dinger so riesig sind im Gegensatz zu dieser Stadt. Hier gibt es ja irgendwo ein Gasthaus oder irgendeine andere Quest noch. Halt dich von diesem Ort fern, ja, du mich auch. Hier ist ja aber nicht eingezeichnet, die Quest. Falls eine Quest ist, vielleicht ist es ja auch nichts Besonderes. Ach ja, Dingens hat ja einen neuen Titel. Begriffsstutzig, gibt mehr Fluchtwert. Ist irgendwie so blöd hier gemacht. Flugwert und Dingens, ne. KP, TP, Intelligenz, ja. So das Gefühl, ich würde irgendwie mehr KP brauchen. Ich meine, Intelligenz ist schon hoch genug und so. Aber meine Charaktere sollen ja auch noch ein bisschen was aushalten. Ich weiß, man könnte auch theoretisch hier die ganze Intelligenz hochballern, um die zu pushen, aber trotzdem. Wisst schon, was ich meine, oder? Obwohl KP kann man diese eine Fähigkeit so oder so erhöhen. Egal. Nee, nicht egal. Ich bin so einer. Ich weiß auch gar nicht, was das Maximallevel ist, ehrlich gesagt, aber ich nehme an, es ist 200 vielleicht? Wenn ich auch wieder so Tales of the Abyss gehe? Obwohl, er hört sich immer die KP. Ich nehme an, das erhöht die Intelligenz 2 höher. Ja, mach mal das. Ja, na? Ja. Tough life. Hey, na, ich weiß immer noch nicht, was es mit euch auf sich hat. So, eine Expedition anfordern. Unbekannte Gegenden. Ja, 9280. So. Wir, das bringt's nicht. Ja, viel Asche in euch reingeballert. Irgendwann werde ich mal so, wie viel man da auch reinballern kann in diese Dinger investieren. Mal gucken, ob es das irgendwie bringt. Oh, Maxwell. Ja, wie komme ich nochmal da oben hin? Na? Sieht doch irgendwie aus wie eine Tür, ist aber nicht. Das ist ein Fenster. Na, schon wieder da? Nee, okay, auch so hier unten kann man wahrscheinlich, ja. Ich denke nur wieder an den Wassertempel. Ach, da kann man ja runter. Ja, hier kommen wir zu den Rayards. Hier ist aber echt nichts zu tun. Aber hier muss es doch irgendwas zu tun geben. Ja, ich habe auch noch nie Elfen gesehen, ne. Und die beiden, die mit mir laufen. Ja, ich möchte noch mal irgendwas abseits der Story machen, langsam. Tut mir leid. Außerdem
werden die Storykämpfe immer schwieriger, deswegen irgendwas. Hey, ich habe was gefunden. Virginia. Du kennst meine Mutter? Verstehe, du bist also Virginias. Wenn du meine Mutter kennst, bitte sag mir, ist sie. Sie hält sich in dieser Stadt auf, nicht wahr? Du sollst nicht zu ihr gehen. Wenn du es trotzdem tust, willst dir auch nichts helfen. Lloyd, bitte, finde Virginia. Ja, okay. Okay. So war immer noch das Haus. Wir haben schon zwei Sachen, die wir erledigen können. Ich nehme an, sie wird ein bisschen aussehen wie Rain, sonst hätte er sie ja nicht verwechselt. Mit ihrer Mutter. Simon. Bist du Virginia? Nein. Weil ich würde mal gern irgendwo erstmal. Wir kommen darauf zurück. Ist das hier irgendwie verzeichnet? Nö, okay. Nichts verzeichnet gibt's nicht. Diese Virginia hat nie existiert. So. Wir. Vor allem, wir müssen uns ja in zwei Welten umschauen wegen Nebenquests, ne? Das ist ja richtig heftig. So, dann. Ich brauche irgendeine Stadt, wo ich mich heilen kann. Ja, hier zum Beispiel. Hier ist auch Cellos Mutter. Mutter? Schwester. Ja, die Tante, Schwester, Nichte, irgendwie so was. Ist alles das Gleiche. Sieht verdächtig aus, alte Dame. Vielleicht hätte ich mit dir sprechen sollen. Einfach Koch, kein Wunder. Koch, bitte beachte mich nicht. Oh, die war nicht hier. So. Ich möchte einfach nur speichern, heilen und das war's dann. Das haben wir bestimmt im Mikro auch noch gehört. お腹が空いちゃってさ、ちょっと食べるもの。みんなには黙っててね。ジーニアス。ん?何?安心したよ。お前が落ち込んでいるみたいだから、みんなが心配してたんだぜ。あ、ごめん。じゃあ、それ食ったらすぐ戻るんだぞ。ごめんね。 So, das war ein perfekter Moment, hier mal einen Schnitt zu machen, oder? Auf Wiedersehen, ja. Alles klar, dann speichere ich hier und dann haben wir ja zwei Aufgaben bis jetzt. Wir müssen die Mutter von Rain finden oder wir gehen zum Tempel des Blitzes und machen da irgendwas mit Volt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.